Warte, warte. Nein, der Zombie hat mich gefunden. Oh, der... Nein, bitte nicht, Zombie. Oh, jetzt hat der Zombie den getötet und jetzt will er mich töten. Dabei will ich doch nichts, Zombie. Ich habe Reis gefunden, bitte, sagt das Reis. Crunching Chips, okay. Geht auch, esse ich auch. Ich habe ein Backpack gefunden, schnell, schnell. Jawohl, ich habe ein Backpack gefunden! Barry! Ich habe ein Walkie-Talkie. Hä, Walkie-Talkie, ernsthaft? Ja, aber das kann ich nicht mitnehmen, ich habe keinen Platz. Und ich brauche ein Backpack, den du gefunden hast. Nein, Perry, schmeiß irgendwas weg. Ah, ich habe den Zombie ausgetrickst. Ich bin richtiger Trickser. Hallo? Okay. No. Aber das mit dem G ist noch ein bisschen verbuggt, muss ich sagen. Jetzt muss ich hier weglaufen, jetzt muss ich hier weglaufen. Aber ich habe schon wieder einen Trick gefunden, wie ich die Zombies ablenken kann. Die Zombies brauchen nämlich extrem lange hier, um in den Supermarkt zu gehen. Ich kann immer so hin und her gehen. Hehehe, ich kleiner Trick-User. Gut. Egal in was für ein Daisy Zombies könnte man immer irgendwie austricksen. Nein, 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 nein! Oh, ich esse jetzt alle Crunching Chips auf einmal auf. Und da kommt schon der Zombie, da kommt schon der Zombie. Oi, 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 oi. Oh, oh, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Sneaky, easy peasy lemon squeezy. Okay, jetzt muss ich weiterlaufen. Jetzt muss ich weiterlaufen, jetzt muss ich die Zombies abhängen. Pass auf, wir laufen erstmal weg und dann essen wir nochmal eine Runde. Dann essen wir noch eine Runde. Wir jumpen jetzt hier einfach drüber. Ich hoffe, die Zombies kommen hier nicht hinterher. Also man kann die Zombies inzwischen abhängen, das ist schon mal gut. Jetzt haben die uns, glaube ich, verloren. Das heißt, ich kann hier auch die Schaufel wiederholen. Und falls dann jemand gegen uns kämpfen möchte, dann weiß er Bescheid. Mit einer Schaufel sollte man sich nicht anlegen. Yo, jetzt haben wir alles gegessen. Wir haben auf jeden Fall keinen Hunger mehr. Das ist auch eine richtig geile Anzeige. Das habe ich im Stream. Ich habe mir letztens auch einmal Daisy Standalone gestreamt, um zu gucken, wie sich das verändert hat. Gab es wieder den einen oder anderen Bug, den ich eventuell stark bemängelt habe. Aber was zu sagen ist, ist, es hat sich Positives geändert. Zum Beispiel diese Eat-All-Funktion. Richtig, richtig gut, dass man nicht 100-mal Eat-All machen kann. So, jetzt, komm, jetzt hebt die Kacke hier auf. Na komm, jawohl, da warst du. Nein, mein Spiel hat sich minimiert. Uiuiui, da sind wir wieder. Da hat sich das Spiel minimiert. Oh, der hat sogar einen Kompass, der hat sogar einen Kompass. Nein, lauf, 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 lauf. Harry, kein Problem, wir haben die Schaufel. Alles klar. Schaufel klärt, sagst du? So, jetzt bin ich gespannt. Das ist eine Sache, die verstehe ich nicht. Ich drücke auf die 1 jetzt. Ah nee, das ist die 3. Okay, okay, der hat alles richtig gemacht. Oh, da kommen zwei Zombies, da kommen zwei Zombies. Damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich nicht... Oh, tricky Zombies. Tricky. Okay, das ist keine Police Station. Dann kein Problem. Dann müssen wir nicht gegen die Zombies kämpfen. Das Einzige, was wir machen ist... Wir gucken nochmal hier in der Leiche vorbei. Ich könnte eben hier irgendwie an den Füßen... da war es wieder. An den Füßen aufhängen? Ja, an den Füßen looten. Ich brauche aufhängen wäre aber auch lustig. So, oi. Dann laufen wir wieder, dann laufen wir wieder. Ha, der hat mich fast geschlagen. Ich möchte hier gar nichts looten. Ich wollte nur das T-Shirt mitnehmen, weil das kann man, glaube ich, so reißen. Dann haben wir Notfallbandagen. Dann haben wir Notfallbandagen, denn ich möchte nicht an einer Verblutung sterben. Falls wir dann vom Zombie geschlagen werden, möchte ich nicht an einer Verblutung sterben. Ich weiß nicht, ob es geht, dass man seine eigenen Klamotten aussieht, aber ich glaube, bei mir geht das nicht, weil ich bin Weib. Oder?
Doch, Black T-Shirt. Das T-Shirt kannst du ausziehen. Tier into Rigs, okay. Haben wir gemacht. Machen wir mal. Ach, die hat ein Unterhemd an. Sehr schön. Rigs. Ah, okay, es gibt kaputte Rigs und es gibt gute Rigs. Also dann empfehle ich aber echt jeden von euch. Dann empfehle ich jeden von euch, der neu anfängt, sofort erstmal das T-Shirt auszuziehen und in Rigs zu packen. Oh, guck mal, da backt. Oh, mein Gesicht backt. Seht ihr das? Oh, jetzt backt es. Und ganz wichtig, bevor man eine neue Hose anzieht, erst die Sachen, die man in der alten Hose hat, in die neue packen und dann anziehen, weil sonst könnte es passieren wie mir gerade, dass alles, was in der alten Hose war, samt der Hose weg ist. Echt? Ja. Oh, scheiße. Ja, war zum Glück nicht viel. So. Da geht's in den Westen. Wir möchten erstmal nach Norden. Boah, hör mal. Die schleppt ja den Kompass, als ob der jetzt hier 20 Kilo wiegt. Ey, was ist denn los da? 20 Kilo Kompass, hast du? So nach dem Motto. Medic, Medic. Hier kommt der Medic mit so einem dicken Koffer oder sowas. Boah, der jetzt sieht cool aus. Mit dem Stein der Weisen laufe ich jetzt. Perry, guck mal, dass du einen Kompass findest. Ich habe hier gerade schon eine Leiche gelootet, die gegen Zombie wahrscheinlich einen Kampf verloren hat. Das interpretiere ich mal der Aktion, die ich da eben gesehen habe. So. Jo. Ich bin jetzt in Gorka, danach werde ich mich sofort Richtung Nordost-Airfield begeben. Dort hoffen wir, dass wir ordentlich an Action erleben. Ich weiß gar nicht, wann haben wir aufgenommen? Wir haben, glaube ich, schon 10 Minuten. 20 Minuten, 25 Minuten nehmen wir bestimmt schon auf. Kann ich ja gleich mal nachgucken. Und dann, Leute, dann fängt gleich nämlich auch schon der Stream an. Das heißt, wir werden jetzt noch so 10, 15 Minuten zocken. Wir wollen nämlich auch nicht zu spät kommen. Habt gehört schon mal, dass dieser Mucker zu spät zu seinem eigenen Stream gekommen ist. Soll auch passieren. Was ein Spasti. Wie kann der nur? Nein. Wollen wir versuchen natürlich zu vermeiden. Wir möchten pünktlich da sein. Und ich werde mir überlegen, ob ich 15 Minuten oder 20 Minuten Folgen machen werde. Ist halt einfach die Daisy Standalone. Also wir werden einiges erkunden, gucken, was Neues gibt. Vielleicht ein paar Zelte finden. Wenn wir PvP-Action haben, dann wird es natürlich PvP-Action geben. Ich kann euch eigentlich nur empfehlen, schaut mal rein, ich versuche das möglichst spannend zu halten, auch wenn man nicht so vieles aus dem Spiel rausholen kann. Das Spiel macht mir trotzdem Spaß, also bevor die Leute sagen, ey, wieso spielst du das, wenn es dir keinen Spaß macht. Das Spiel macht mir Spaß, allein schon weil es DayZ ist, noch vermisse ich die Action. Wenn es mir keinen Spaß machen würde, dann würde ich das nicht spielen. Bestes Beispiel ist dazu zum Beispiel Dark Souls 2. Dark Souls 1 hat mir übertrieben viel Spaß gemacht. Ich habe das jeden Tag gesuchtet, sowohl privat als auch irgendwie fürs Video. Und dann, also für YouTube. Ja, und dann, da haben wir was zu trinken. Schnell erstmal, zack, Drink. Kennt ihr diese Leute? Sobald die Geld haben, müssen die das ausgeben. Ja. So bin ich mit einer Cola-Dose. Sobald ich Geld habe, muss ich die erstmal. Zack. Runterwürgen. Ich habe übrigens einen Kompass gefunden, Mucka. Du hast einen Kompass gefunden, jawohl. Wo bist du denn? Ja, ein Kompass ist ja nicht gleich eine Karte. Ja, sagen wir zur Hälfte, oder? Hallo, Drink. Aber man darf sich. Ich weiß aber jetzt, wo Norden ist. Okay. Man darf sich beim Trinken nicht bewegen, ist mir aufgefallen, Perry. Ja, das weiß ich auch. Und das dauert irgendwie ein bisschen länger. Also, nachdem der getrunken hat, muss er noch ein bisschen warten. Wahrscheinlich schluckt er das noch. Erstmal so Glück, Glück, Glück. Und danach geht's. Danach steht dann einfach ein I have drunk a Nota Cola. Komm. Gib. Jawoll! Gesundheitsanzeigen sind wieder komplett weg. Also, die nicht Gesundheitsanzeigen werden weg. Das wäre ja schlecht. Die Durstmeldungsanzeigen. Hier quasi brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Wir brauchen Waffen. Leute, wo sind die Waffen? Ich möchte die auch. Für Mosin, aber keine Munition. Okay, ich glaube. Uiuiui, was haben wir denn da? Was? Oh. Ich habe eine Long Range Scope, Perry. Ich glaube, da bauen wir uns so eine dicke Sniper zusammen, oder?
Fall. Also ich habe Bock auf PvP-Action so. Ich habe ja gehofft, ehrlich gesagt, dass mit Anfang der Standalone, dass die so derbe abgehen wird wie damals der Mod. Also richtig PvP-lastig und auch nicht nur PvP-lastig, sondern so Survival-lastig. War aber jetzt am Anfang doch immer nur mehr Survival-lastig und zwar Survival im Kampf gegen die Bugs. Viele Bugs, muss ich aber sagen, kann ich schon, oder ich kann schon jetzt schon sagen, dass viele Bugs behoben sind. Also, ja, es macht Spaß. Survival im Kampf gegen die Bugs. Oh, das ist auch so ein Zitat wert, ey. Oh, da haben wir wieder was gefunden. Mosin M44 Compressor, nehme ich mal für dich mit. Nice. Wir haben bei uns im Stream jetzt auch so ein Running Gag. Oh, was haben wir denn hier? Map of Northwest. Die scheint ziemlich häufig zu sein. Nehmen wir trotzdem mit. So, jetzt hier ist immer. Guck mal, ne? Hier haben wir, was haben wir hier? Was? Und da unten ist noch irgendwie so ein Anzug, Police Uniform. Nehmen wir mit, komm. Wie kann man denn Visiere oder so an Waffen machen? Boah, sieht immer gefährlich aus. Einfach dran ziehen. Ah, so. Ja, okay, ja. Aber das passt nicht an die Mosin. Ja. Hier in einer der Kisten ist immer Gear drin. Komischerweise jetzt nicht mehr. Vielleicht haben die das gefixt. Da war nämlich immer unsichtbares Gear, was man so nehmen konnte. Normalerweise habe ich bisher immer nur mit hingucken. Ja. Jackpot, was ist das? Eine Mosin haben wir gefunden. So, Mosin, zack, equippen. Da haben wir nicht an die Mosin equipped, sondern gleich das Long Range Scope. Haben wir noch was hier? Noch ein Kompressor. Komm, gib ihm. Und der passt auch noch. Hör mal unsere Mosin hier. Und jetzt sagt bitte, dass die Munition auch noch dazu passt. 7,62 Rounds, Military Rifle. Was brauchen die Mosin? Die braucht. Steht da leider nicht. Doesn't fit in here. Doesn't fit in here, sagt er leider. Okay. Kein Problem. Jetzt will ich. Ich habe die Munition gefunden, aber noch nicht Mosin. Okay. So, jetzt gucken wir mal. Oh mein Gott, das Sniper-Visier, ne? Ey, Leute! Ich brauche nur noch Munition und dann. Wir werden richtig vorsichtig spielen. Wir werden die Leute so vernichten, Perry. Ich habe richtig Bock, die Leute. Oh mein Gott, wie viel Loot hier liegt. PU-Scope sogar. Hier liegt ein. Oh lol. Muka, ey. Hier liegt eine DR-527 Carabine Pristine. Okay, was ist das? das ist auch so ein. Sieht aus wie so ein Jagdgewehr. Da liegt hier noch ein Crossbow. Noch ein Visier. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Keine Ahnung, wo ich bin. Guck mal, dass du in den Westen gehst. Ja. Da müsstest du am Nordost Airfield irgendwann rauskommen. Schätze ich. Zumindest das in der Nähe sehen. Ein First Aid Kit habe ich jetzt. Also, ich habe jetzt definitiv eine richtig geile Waffe, kann ich sagen. Ich kann sagen, ich habe eine richtig geile Waffe. Oh nein, Zombie. Ich leg mich nicht mit dem an. Ich lauf weg. Ich weiß leider nicht, wie verbuggt die Zombies hier sind. Oh nein, hier sind überall Zombies. Aber hier gibt es ein Krankenhaus. Aber da du jetzt schon eine Mosin hast, dann nehme ich mal die CR-527 mit. Jo. So, okay, wir werden uns jetzt doch gegen Zombie kämpfen. Komm her. Batz. So ein Zombie einmal so. Batz. Batz. Nein, da haben wir gegen Schild gehauen. Oh, da sind wir durch den Zombie durchgeglitscht. Zack. Okay, jetzt steht der. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Oh, da hauen wir den. Hallo? Jawohl, da haben wir den Headshot gegeben. Zombie. Yo, jetzt haut der mich. Hä? Was soll denn das? Zombie? Also, so eine Schaufel scheint nicht effektiv gegen Zombies zu sein, Leute. Solltet ihr in eine Zombie-Apokalypse reinkommen, meidet eine Schaufel. Nehmt lieber einen Baseballschläger oder so. Ja, Schaufel ist nicht gut, hab ich eben auch schon. Nein, ich blute jetzt, Oh Gott, ich leg die Schaufel ab, weißt du was? Das ist mir. Wo ist die Schaufel? Weg mit dir.
Hast du den Zombie damit getötet denn? Ja, aber es hat gedauert. Okay, ich habe ihn auch getötet. Jetzt ganz schnell mich verbinden, jetzt ganz schnell mich verbinden. Ich nehme nie wieder... Nein, nein, oh, use. Komm. Verbinde dich. Baby, verbinde dich, bevor wir zu viel Blut verdienen. Wir haben uns innerhalb Sekunden verbunden. Hände einmal wegpacken und die Schaufel bitte einmal droppen. Da kämpfe ich, da nehme ich lieber meine Fäuste. Meine Wladimir Klitschko-Fäuste sind da deutlich besser. Also, wie viel? 8, 9 Schläge habe ich gebraucht? Das war nicht mehr menschlich. Ich höre hier ein Zischen. Ich habe hier gerade ein Zischen gehört. Du musst... Oh, jo, ist das eine... Oh, ich habe, glaube ich, Munition gefunden. Weapon Cleaning Kit. Sehr schön. Brauchst du auch, ne? Weapon Cleaning Kit. Damit kannst du deine Waffe verbessern. Jetzt ist die Pristine bei mir. Ja. Oh. Leider ist mein Scope nicht Pristine, aber ich glaube, das ist trotzdem so gut. Die war, glaube ich, schon vorher Pristine. Aber du kannst damit die Sachen zu Pristine machen. Jetzt bin ich in einem Krankenhaus sozusagen. Das weiß ich noch aus meiner ersten Aufnahme, wie so ein Krankenhaus hier aussieht. Deswegen bin ich noch weiter hier hochgelaufen, nicht runter zum Startgebiet. Blue Bandana, brauche man nicht. Die Sonne scheint hier nicht so. Hier haben wir einen Hammer gefunden. Was sagst du, ein Hammer? Ist das eine gefährliche Waffe? Auf jeden Fall, es ist voll der Hammer. Du bist Hammer. Und ein Morphin, oi! So, Streichhölzer. Streichhölzer, okay. Ich hab eine Pistole. Streichhölzer hatte ich eben im Shop, habe ich liegen lassen. Hier ist ein Medikit. Was aber leer ist, okay? Dann lassen wir das leer. Jawohl, und Antibiotik. Ne, Injection Oil. Ne, hatte ich auch schon in der ersten Aufnahme. Werden wir irgendwann mal benutzen. Weiß ich nicht genau, wofür das gut ist. Eurofage, ne, Charlotte, da, ne, okay, gegen Übelkeit, oder gegen dünnen Pfiff ist es. Das, glaube ich, gegen dünnen Pfiff. Ein Apfel, jawohl, einen guten Apfel, dann können wir uns gesund ernähren, wenn wir Hunger haben. Potato, badly damaged, ja, komm, ach, ein bisschen, oh, hier war schon jemand. Nein, ich habe einen Defibrillator gefunden. What the fuck? Und Water Purification Tables, wie die heißen Dinger. Was ist ein Defibrillator? Inspect. Yo, Perry, ich möchte dich wiederbeleben, ne? Was ist das? Du willst mich mal anschießen und mich dann wiederbeleben? Meinst du, das geht, dass ich damit einen so richtig so bzzzm mache? Keine Ahnung, müssen wir mal ausprobieren. Okay, wenn wir uns treffen, Perry, ich werde dich wiederbeleben, egal was passiert. Alles klar. Auch wenn du nicht wiederbelebt werden möchtest. Dann. Perry, du musst leben! Oder Perry, das war mein Item! Ja, das war wahrscheinlich eher. Es gibt auch auf der Experimental ein Loot Respawn. Ein Loot-Respawn-System sozusagen, dass der Loot respawnt und verschwindet. Dass der Loot respawnt und verschwindet. Mann, Kacke, Perry, jetzt bräuchte ich Magazine. Da ist noch ein Zombie, den ich ungern pullen würde. Aber lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden. Doch, lässt sich bestimmt vermeiden, aber... Der Zombie stand da so defensiv. Immerhin bewegen sich jetzt alle Zombies, muss man auch dazu sagen. Ich sehe hier schon zwei, ne, drei, vier, vier Zombies, fünf Zombies habe ich schon gesehen. Einen sogar extrem vernichtet. Keine gesehen, also zumindest hier in der Stadt. Ach, ich finde die Waffe geil. Ich finde die Waffe einfach genial. Aber ich würde sagen auch, Perry, in der nächsten Folge schalten wir hier zusammen ein. Da muss unbedingt, oder da treffen wir uns hier in Gorko oder ich komme zu dir. Und dann geht's weiter, denn wir müssen jetzt auch an die Aufnahme denken. Meinst du an den Stream? Genau, an den Stream. Deswegen, Leute, ab nächstes Mal sollten wir dann zusammen spielen. Ja, ich werde versuchen, Gorko zu finden. Okay, und ich logge mich hier neben dieser Vogelhütte aus.
Ist das eine Vogelhütte? Das ist so eine Vogelfütterstation. So. Bis zum nächsten Mal. Tschu-tschu. Jo Leute, danke erstmal fürs Reinschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Hier oben habt ihr jetzt noch die letzte DayZ-Folge und unten den letzten DayZ-Standalone-Part. Haut rein!